Ja, liebe Leute, ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumprobiert und des Rätsels Lösung war natürlich unser Reparieren-Tool. Damit konnten wir die Scherben wieder zusammenfügen und den Nachttopf heile machen. Somit kommen wir an die richtige Truhe. Und Ich kann nichts Besonderes erkennen. Ich lasse den Krempel hier. okay. Aber war da nicht eigentlich, da muss ja irgendwas drin sein. Um die Lampe herum schimmert es. Ah, Ist okay. das vielleicht der Kraftspeicher, den Breda sucht? Gut, damit müssten wir jetzt. Können wir ja einfach raus. Zack. Dann gehen wir jetzt nach Breda zurück. Und übergeben ja auch noch den hoffentlich Kraftspeicher und sehen dann mal weiter, was passiert. Ab in den Wald. So. Ist es das, was du suchst? Odem Arcanum. Ja. Ja, das ist er. Gute Arbeit. Du musst dich weiter wegstellen. Ich bereite jetzt den Bannkreis vor. Oh, Verzeihung. Wie weit ist es noch? Was? Was? Was ist? Ich dachte, du hast was gesagt. Nein. Ach du meine Güte. Leider kann ich nur die Rahmenbedingungen schaffen. Den richtigen Zauber weiß ich erst, wenn ich das Vieh sehe. Mich wundert, dass der Mob nicht vor dem Zelt davongelaufen ist. Wahrscheinlich ist der Angreifer aus dem Wald gekommen. Nach Dragonia. Wie weit ist es noch? Jetzt habe ich es auch gehört. Ich bin auf einmal so müde. Alter, der Baum kriegt Augen. Wie gruselig. Den Göttern, Geron. Der Baum. Er war die ganze Zeit hier. Was willst du? Ich habe Hunger. Ich muss essen. Wenn ich verhungere, bevor ich. Siehst du keinen einzigen Schilling? Verstehst du, was ich sage? Ich bin ein Nee. Kind der Stadt. Ich kenne mich hier nicht aus. Es sind noch viele Meilen bis nach Draconia. Und wir haben gerade erst begonnen, den Berg zu erklimmen. Ich muss essen. Gib mir Silber. Silber? Die Silberschale aus der Grabkammer. Gib sie mir. Prinzessin, er scheint euch einen Tausch anzubieten. Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Okay. Na komm. Da hast du sie. Der tauscht bestimmt nicht. Wie du willst. Sieht aus, als müsstet ihr nun verhungern. Wie kommt es, dass du auf einmal widersprichst? Seit wir die Höhlen verlassen haben, warst du stumm. Ich hatte Angst. Angst? Ja, ich habe Jahrtausende in einem dunklen, aber sicheren Loch gehaust. Ich weiß nicht, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehe und wie das alles enden soll. Zudem bin ich an eine grimmige Frau gebunden, die einen vermutlich dämonischen Stab auf ihrem Rücken trägt. Natürlich habe ich Angst. Lacht nicht. Immer wenn ich glaube, euch durchschaut zu haben, lacht ihr wieder wie eine ganz normale Frau. Sogar euer Magenknurren ist das einer Normalsterblichen. Es wird höchste Zeit, dass ich esse. Was denn? Euer Führer hat euch in der Hand. Er weiß, dass ihr in dieser Wildnis ohne ihn sofort verloren werdet. Abwarten. Ich habe hinter dem Baum den Bau eines Tieres gesehen. Und was auch immer dort lebt. Ich werde es fangen. Und ich werde es essen. Okay, also sie will. Ich vermute mal, das soll der Bau sein. Will das Tier fangen.
Na, erstmal gucken. Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut mit Worten, Charizard. Ich lüge nur, wenn ich muss. Mein Gott. Ich könnte mich dahinter verstecken. Aber nicht ohne Grund. Also vermute ich mal, dass wir, um das zu fangen, müssen wir uns wahrscheinlich verstecken. Vermute ich hier jetzt einfach mal ganz Platz grob. Für eine Falle. Ah, eine Falle. Okay, wir müssen eine Falle bauen. Alkoholverband. Gibt's denn hier noch? Einiges, okay. Ein Stock, flache Steine, Löwenzahn. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich alles für die Falle. Löwenzahn als Lockmittel. Stock. Oh Gott, hoffentlich wird das Tier nicht erschlagen. Er ist so schwer, aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Für eine Falle zum Beispiel? Wo ist denn der Stock hin? So, da. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Seil. Hallo? Das ist der Typ. Holzscheite. Wie mache ich jetzt Feuer? Ein Feuerzeug. Dann gehen wir erstmal. Ich bleibe erstmal hier. Gut, dann gehen wir erstmal nicht da hoch. Können wir das Seil um den Stein binden vielleicht, um den anzuheben? Er ist so schwer, aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Okay, pass auf, wir probieren jetzt erstmal. Wenn eine Frau, ich hätte mehr als... Legen wir einfach mal davor, vielleicht kommt ja irgendein Tier schon raus. Verstecken. Tatsächlich ein Hase, okay. Es hat angebissen. Also, wir brauchen nochmal Blumen. Und müssen jetzt eine Falle bauen. So, pass auf. Wir legen das Fell hier vors Loch. Erst muss ich es herauslocken. Ja, aber haut es dann nicht wieder ab? Soll Rachban es wieder zusammenbinden? Es ist nicht meine Aufgabe, sein Bett zu richten. Okay, ich hab gedacht, wir bauen hier so eine richtig coole Falle oder so. Okay, also. Wir legen die vors Loch. Gehen ein Stück weg. Reicht wahrscheinlich nicht. Versteck dich doch hinterm Gebüsch. Na komm. Komm weiter heraus. Ah, okay. Kann ich da ich habe bereits. Okay. Wir legen jetzt welche hier auf den Stein. Und welche vor die Höhle. Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut. Ich lüge. Man muss den Löwenzahn natürlich auch auswählen. So, jetzt gehen wir zum Gebüsch. Zum Gebüsch, nicht ins Menü. Und können... Nein, ins Gebüsch. Ja. Ja, komm näher. Gleich habe ich dich. Haha. Und jetzt werfen wir das Fell übers Kaninchen. Oh Mist, nein! Es ist zu flink.
Ich muss es anders fangen. Gut, nochmal das Ganze. Erst auf den Stein. Er ist so schwer, aber warum soll ich... Erst auswählen. Löwenzahn auf den Stein. Das muss ich nicht mehr. Ach so, jetzt ist es hier drin, ne? Gut, dann verstecken wir uns im Gebüsch. Sehr gut. Jetzt ist es weit genug vom Bau entfernt, dass ich es fangen kann. Naja, mal abwarten. Und hüpfig. Mist. Es ist... Also nochmal hinter das Gebüsch gehen. Sehr gut. Jetzt... So, pass auf. Kannst du dich jetzt richtig da verstecken? Ich könnte mich dahinter verstecken. Aber nicht ohne Grund. Ja, aber das haut doch immer ab. Ja, bis du da bist, ist das Kaninchen weg. Oh! Nun gut. Sei vielleicht auch noch? Woran soll ich es fest... Ach so, Woran soll ich es festmachen? An dem Stein. Er ist so schwer, aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Fell. Da gibt es zwei Punkte. Blumenwiese, Fell. Woran soll ich es festmachen? Ja, irgendwo drumknoten. Stock mit Fell. Nun gut. Bendy meint, dass das reicht. Da kommt der Hase dann nicht raus, oder was? Ja, wollte ich doch sagen. Also wieder aufbauen. Mehr Holzscheite vielleicht? Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Scheite sind zu stumpf, um sie in den Boden zu treiben. Löwenzahn drunter. Das bringt mich nicht weiter. Die Scheite sind zu stumpf, um sie in den Boden... Okay, kriegen wir die irgendwie angespitzt? Ich habe sie angespitzt. Wunderbar. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Können wir den komischen Hasen vielleicht besoffen machen? Dass wir da irgendwie... Das wird niemals gehen. Besser nicht. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Gut, Oder ist das gar keine Sequenz und ich bin zu langsam? Nee, das ist eine Sequenz. So, jetzt zieht sie und zack ist der Hase weg. Was war das denn noch?
Das geht nur bei magischen Artefakten. Das ist wohl nicht magisch genug. Wenn ich jetzt hier lang laufe, ist der Hase weg. Ja, gut. An den Bau komme ich auch nicht mehr ran. Ich kann mich doch nicht selbst einschläfern. Schade. Der Stab ist zu lang, um den Stock zu ersetzen. Niedere Arbeiten sind ohnehin nicht so meine Sache. Immer noch der Stein. Was machen wir mit dem Stein? Das muss ich nicht. Irgendwas muss der ja noch zu sagen haben. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Woran soll ich es festmachen? Wenn ich das Seil um die Pflöcke spanne, bringt mir das nicht viel. Aber vielleicht lässt es sich irgendwie anders anbringen. Ja, an dem Stock, aber dann haut ja immer der bekloppte Hase wieder ab. Das Seil nehme ich auch mit. Ich glaube, ich lasse mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Memoria.